Hallo Welt, da sind wir wieder in Far Harbor und ich denke, wir sehen hier schon den Leuchtturm vor uns und ich denke, auf unserer Siedlungsturm wird auch genau das unsere erste Anlaufstelle sein. Wir schauen einmal auf die Karte und lassen uns die Siedlungen hier anzeigen. Verbunden sind hier scheinbar erstmal zwei. Das wäre ja okay, das Commonwealth. Das ist ja jetzt nicht wirklich eine Siedlung. Das sind ganz viele Siedlungen, aber Longfellows Hütte haben wir hier. Den Nationalpark Besucherzentrum. Und es sollte hier aber noch irgendwo etwas sein. Ja, hier oben Daltons Farm, aber noch irgendwo was. Ja, die Sägemühle am Echo Lake. Und dann hätten wir die Siedlungen hier auf Far Harbor auch besichtigt. Aber zuerst geht es mal zu Longfellows Hütte und wir sehen, wir haben 28 Leute da. Hier auf Far Harbor läuft der Titel, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich stabil. Hier ist kaum irgendwie was gewesen mit Abstürzen. Also wir belassen es jetzt mal dabei. Ja, das Einzige, was wir machen könnten, wenn wir haben, könnten wir den Rekrutierungsfunkleitstrahl wieder abbauen. Ja, das werden wir mal machen. Ansonsten müssen wir nicht unbedingt irgendwelche Leute wegschicken. Gerade weil es hier in Far Harbor dann doch ein bisschen anders noch zur Sache geht, wenn die... weil es ja anders zur Sache geht, noch ein bisschen, wenn die Siedlungen mal angegriffen werden, dann sind ja doch ein paar stärkere Gegner hier. Und David Nitka, du sagtest noch etwas. Natürlich, wenn ich das schon mache mit den Begleiteraufgaben, dass ich die also suchen lasse, ja, dann müsste ich das natürlich hier auch aktivieren, damit man das dann sieht. Wir haben irgendwie gesagt, naja, Curie sieht man jetzt irgendwie nicht im Pip-Boy oder auf der Karte. Und dabei hatten wir das gar nicht aktiviert. Jetzt haben wir gerade keine offen. Vielleicht können wir das hier in Longfellows Hütte mal machen, wenn wir da ein Bewohnerverwaltungssystem eingerichtet haben. Oh, ein Fallensteller in der Nähe. Und ich glaube, das hier ist auch gar nicht... Die sind auch gar nicht mal so ohne hier. Ja, geladen sollte das Ding schon sein. Sonst kommt da vorne nämlich nichts raus, wenn man hinten nichts reintut. Sag das doch nicht. Ich glaube nämlich gar nicht, dass das stimmt, Curie. Du kannst doch sowas nicht sagen. Ich gehe dann nach vorne, ziehe mir die Badehose an, die Rüstung aus, ja, und denke, hier ist kein Gegner, weil Curie sagt, alle sind ausgeschaltet. Und dann, zack, peng, treten wir in einen rostigen Nagel. Hast du das? Oh, da bist du. Aber gut, Curie sieht sie da oben gleich. Ich wusste das auch mal, dass da oben einer sitzt. Weniger. Weniger davon, oder, Curie? Ja, ich meine auch. Also David, ja, vielen Dank für die Information nochmal. Und ja, Schande auf mein Haupt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das gar nicht ausgewählt war. Ja, wollen wir denn hier nicht mal schlafen gehen? Oder wir gehen gleich in der Siedlung schlafen, hä? Curie, war hier nicht einer? Hier war doch einer, oder? War hier keiner? Da war einer. Hier ist immer noch einer, meine ich. Da ist er doch. Den Kopf hat er verloren. So, Curie, wir gehen hier mal rauf. Weil hier oben auch noch was zu holen ist. Oh. Eine Harpunenkanone und ein Stück Plündererfallensteller. Mit ganz vielen schönen Sachen da drin. Und wir sind zu schwer, Curie. Was sagst du nun? Ja, wir gehen... Ah, schlafen? Ach so, hier ist der Rest vom Fleisch. Okay. Ja, wir gehen hier mal schlafen. Ich sagte zwar gerade, das läuft hier ziemlich stabil, aber trotzdem... Hast du gut geschlafen, Schatz? Ja, gut geschlafen, Schatz. Ja, genau. Ja, trotzdem gehen wir mal schlafen, damit wir auf der sicheren Seite sind und nicht nachher dann im Commonwealth nochmal anfangen müssen, wenn irgendetwas passieren sollte. Ich glaube jetzt gerade, dass das hier gegen diese Ghule gar nicht mal die richtige Waffe ist.
Dein Puls und deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Noch im akzeptablen Bereich, Shankary. Gut, dass du da immer ein Auge drauf hältst. Hey, im Moment beobachtest du mich? Naja, sie passt auf eben. Wo ist denn der... Da waren doch zwei, wo ist denn der andere? Curry, du musst die markieren dann wenigstens, wenn du die schon erschießt. Ah, da ist er ja. Was? Oh, die Kapitänsmütze. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da... Wir nehmen die Mütze und das Rad fällt ab hier. Die Mütze hat das Rad festgehalten, nur noch. Komm, wir gucken ja mal, ob das Ding hier noch irgendwas für uns hat. Ah, Munition, ha? Ah, was haben wir denn hier? Leuchtfackeln. Ja, warum nicht? Ah, bekommen wir dann auch die Leuchtfackelpistole wieder? Die haben wir immer noch nicht wieder gefunden. Irgendwann mal weggeworfen. Ich habe auch die Folge noch, wo sie abhanden gegangen ist. Irgendwann mal auf die Gleise geworfen, das Ding. So meine ich zumindest. Die Folge habe ich noch gesehen. Die gibt es noch. Und... Ja, dann war sie weg, die Leuchtpistole. Entweder hat sich die irgendein Siedler geschnappt oder die war dann weg. Das war, glaube ich, noch vor dem Patch 1.5. Noch sehr früh und... Von daher kann sie auch durch den Boden gerutscht sein. Ja, ja. Curry, hier ist nichts Interessantes mehr. Komm, lass uns abhauen. Ach, du bist gar nicht mehr draufgegangen. Hier ist noch mehr. Ich habe noch was gehört. Was ist denn heute mit der Steuerung? Wir gleiten irgendwie nur so hier herum. Oh yeah, des Wächters Kampfrüstung, linker Arm. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Aktuelle Mods, keine Mods, also Standard und ohne Extras. Schadensresistenz, ballistischer Schaden 11, Energieschaden 11, Gewicht 2. Und das nehmen wir mit. Und einen Preis hat das Ganze auch. 100. Na, der ist schon hinüber. 25 Kronkorken. Wer hat den denn erwischt hier? Ja, was ist denn los? Wir gleiten heute nur so daher. Es gab ein Grafikkarten-Update zwischendurch, aber das dürfte es jetzt nicht so sein, irgendwie. Als ob, das fühlt sich so an, als ob das hier glatt wäre. Ich meine... Mag ja auch, kann ja auch sein. Wir sind ja auch irgendwie am Steg. Da ist es ja schon mal glatter. Na, fühlt sich irgendwie heute komisch an, die Steuerung. Ach komm, vielleicht noch. Erste Folge heute in einer neuen Aufnahmesitzung. Ja, da wünsche ich euch doch gleich allen einen schönen Wochenanfang. Ich habe in der letzten Woche ein bisschen mehr produziert, deswegen startet heute die Aufnahmesitzung etwas später, was mir aber auch ganz gut... Was mir zugute kommt, da ich hier den Tisch immer noch voll mit Material zum Abarbeiten habe für ein anderes Projekt. Ja, ich kann einfach nicht. Es fühlt sich heute merkwürdig an hier, die Steuerung. Als ob wir hier herumgleiten. Was, habe ich irgendwas anderes gemacht zwischendurch? Aber die können wir doch jetzt alles hier mitnehmen. Wir sind ja sowieso überladen. Aber ich suche doch viel mehr. Wow, irgendwas strahlt uns hier mächtig an. Ich wollte doch zu dem Leuchtturm Longfellows Hütte. Und jetzt sehe ich den überhaupt nicht mehr. Der war doch zu sehen. Wir waren doch da drüben. Da haben wir doch gesehen. Der müsste doch da sein. Da sind wir doch schon längst dran vorbei. So weit müssen wir ja gar nicht. Wir sind ja fast hier schon im Besucherzentrum auf der Insel hier.
Vielleicht starte ich nach dieser Aufnahme den Titel einfach mal neu, weil ich finde das sehr, sehr merkwürdig mit der Steuerung. Das kann man jetzt hier gar nicht so sehen, oder? Die Kamera, die fährt so ein bisschen hinterher, aber wenn ich so laufe, ja, jetzt geht's. Aber seitlich? Komisch. Jetzt geht's. Ah, ja. Nee, gerade war das, vielleicht ist es wirklich glatt da vorne an der Stelle. Hier geht's zum Vault, wenn ich mich nicht täusche, oder schon zum Besucherzentrum. Ja, zum Besucherzentrum könnte auch sein. Der Vault ist ja auch direkt neben dem Besucherzentrum. Merkwürdig, da haben wir so einen schönen Leuchtturm gebaut und dann finden wir den nicht mehr. Nein, wir finden den schon. Ich glaube, wir können hier rüber, irgendwie darüber hoppeln und dann, ja, dann schaffen wir das schon. Wir tragen doch zu viel, lasst uns doch mal darüber. Oh, gut. Ein bisschen Gewicht. Ah, hier kommen wir doch locker rüber, oder? Oh Mann, wenn ich mir das so angucke, dann es ist Wahnsinn. Ja, und wenn ich mir das so angucke, dann... Ah, da ist ja der Leuchtturm. Dann werden Erinnerungen wach. Als wir das alles hier zum ersten Mal gesehen haben. Oh Mann. Da wünscht man sich die Zeit doch wieder zurück. Dass man das so zum ersten Mal... Wie spannend das alles war. Aber auch... Sehr anstrengend an vielen Stellen, ja? Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Siedler hier in der Klinik? Wie kommt denn das? Hi. Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Die sind anders. Die Augen? Warum? Sitzen die auf Spiralen und springen aus dem Kopf raus? Warum sind sie anders? Kleidung. Also das mit der Klinik hier hat schon mal nicht geklappt. Wir haben aber tatsächlich eine Ärztin hier. Wir haben nämlich aus dem Commonwealth diese einmalige Ärztin hier rüber schicken können, die man da schon mal durch Zufallsbegegnungen treffen kann. Die haben wir rüber geschickt. Also haben wir tatsächlich auch hier auf der Insel eine Ärztin. Ansonsten klappt das nämlich nicht, wie ihr gerade gesehen habt. Die Sache mit der Klinik, da ist dann kein Arzt dahinter normalerweise. Ich suche nach Camps. Ja, sie verkauft hier Camps, was sehr merkwürdig ist, aber sie kann einen nicht heilen, das ist das. Viele Leute hier haben nur das, was sie bei sich tragen. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Wäscherei hier. Was kannst du heute anbieten? Ja, prima. Ich habe keine Zeit. Ja, ich sehe das schon. Du bist beschäftigt, damit gut auszusehen. Ja, wir gucken uns das hier natürlich so am nächsten Tag dann an. Das ist jetzt ein bisschen düster hier. Wir haben eine Erntekiste schon mal gefunden. Haben wir dann die anderen Kisten auch noch hier? Hier haben wir für Sanctuary Hills eine Kiste. Ja, das passt doch. Wir haben irgendetwas Legendäres eingesammelt. Das kann auch gleich mal hier rein. Was haben wir denn sonst noch hier drin? Ja, ich wechsle mal die Maus. Denn mit der anderen kann ich nicht scrollen. Ja, ich sag mal, hier brauchen wir nichts von. Der dritte Gentleman, ja, das verkaufen wir auch eher alles. Die Kapitänsmütze, die können wir ja mal behalten. Der Hummerfallenhelm. Ja, ich glaube, wir haben schon alle Rüstungsteile, haben wir schon in Sanctuary Hills, teilweise sogar schon ausgestellt. Also ich glaube, ja, die Wollfischermütze vielleicht für unsere Plünderer, aber wir rudern ja eher zurück. Wir wollen ja eher ein paar Siedler loswerden. Als dass wir da uns noch mehr ranholen. Ja, und die Plünderer, die waren vor allem am Anfang sehr wichtig und gut, aber im Nachhinein jetzt, im Moment brauchen wir sie ja eigentlich nicht mehr. In der Burg haben wir sehr viele davon aufgebaut und in Covenant haben wir das ja mal über einen längeren Zeitraum alles beobachtet, wie viel die denn einsammeln, ob sich das überhaupt lohnt. Und ja, es lohnt sich gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel hat. Wir haben jetzt überall unsere Kisten hier voll, also für uns ist das jetzt nicht mehr ganz so wichtig.
Ja, was haben wir denn noch Schönes hier, um das hier reinzuwerfen? Nach Sanctuary Hills kommen doch auch die Patronen hier. So, die Fusionszellen auch. Harpunen. Kaliber 50 kann da rein. Die Leuchtfackeln. Ja, wenn wir die Leuchtfackelpistole irgendwann mal eines Tages wiederfinden, dann haben wir damit vielleicht auch wieder unseren Spaß. Aber naja, wir haben keine Möglichkeit gefunden, im Überlebensmodus ohne die Konsole also an die Leuchtpistole wieder ranzukommen. Ja, das ist, denke ich, auch hier ein ganz wichtiges Teil. Und hier gibt es auch die Klinik. Das ist aber auch nicht der. Ich suche nach Chems. Ja, genau. Der verkauft hier nur Chems. Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Der hat aber ein anderes Inventar als die andere Händlerin jetzt. Ah ja, okay. Wir können hier mal eines ausprobieren. Ja, Curry wäre ja jetzt relativ witzlos, wie IP-Suche. Das, was du sagtest, David. David Nitka, du hattest ja in den Kommentaren einen Tipp gegeben, dass wir, als wir Curry verloren hatten, dass wir hier Curry eben mal anzeigen lassen. Oh, Moment mal. Curry verbergen können wir jetzt. Ja, aber wir suchen dann wen anders. Wen könnten wir denn tatsächlich mal suchen? Ja, wir hatten letztens, glaube ich, Preston Garvey bei uns. Ada, weiß ich gar nicht. Ja, die werden alle... Bis auf Preston Garvey, der müsste im Leuchtturm sein, am Leuchtturm. Bis auf den werden wohl die anderen alle hier in Sanctuary Hills sein. Die meisten, X6-88, der wird beim Mechanist sein. Und ich glaube Hancock, der ist auch noch irgendwie in... auf der Abernathy Farm und MacReady vielleicht auch, die beiden. Deacon, ja, der ist, glaube ich, bei den Robotern in der Siedlung. Der alte Longfellow, der könnte doch hier sein. Den können wir ja mal anzeigen lassen. So, der alte Longfellow wird angezeigt. Und jetzt, wenn wir mal mit M auf die Karte gucken hier, dann sehen wir erstmal nichts. Wir haben aber jetzt hier die Aufgabe... Aufgaben. Ah, vom Aufseher gesucht. Curry und der alte Longfellow. Ach, da war die Aufgabe sowieso noch hier mit Curry. So, und jetzt sollte auf der Karte Curry angezeigt werden und der alte Longfellow. Natürlich. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Ich habe einfach gedacht, naja, Curry ist ja immer schwer zu finden. Würde mich jetzt natürlich interessieren, ob uns das angezeigt worden wäre, dass sie da unten ist. Aber ja, man sieht's. Man sieht's ja ganz deutlich. Es wird ja hier angezeigt. Also... sie wird schon da sein. Da gewesen sein, als wir das gemacht haben. Naja gut, dann schalten wir das halt mal wieder aus. Der alte Longfellow wissen wir jetzt auch schon mal. Ein bisschen gespoilert, dass der auch hier ist. Und dann schlafen wir zum Abschluss der Folge noch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir das Mysterium um des Bewohnerverwaltungssystem gelöst und wie das geht. Vielen Dank nochmal, David, und bis zum Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.